Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Hypixel Skyblock Video, meine lieben Freunde. Bevor es mit dem Video losgeht, erstmal zur Erinnerung. Heute gibt es natürlich auch wieder einen wunderbaren Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv. Und wann? Genau jetzt, in diesem Moment, wo ihr gerade dieses Video schaut, bin ich auch schon wahrscheinlich am Start auf Twitch. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und vergesst auf jeden Fall nicht, am Samstag ab 10 Uhr morgens haben wir den großen Open-End-Livestream. Ich würde mich freuen, wenn echt viele von euch dazukommen, denn es gibt richtig coole Sachen für euch vor allen Dingen. Denn ich werde das erste Mal Sachen auf Skyblock verlosen. Das heißt Waffen, Rüstung, Werkzeuge, alles, was eigentlich echt coole Sachen sein können. Vielleicht ist ja irgendwas Nützliches dabei, was ihr gebrauchen könnt. Deswegen kommt auf jeden Fall am Samstag zum großen Open-End-Livestream. Auch auf Twitch das Ganze, auf meinem Livestream-Kanal. Da könnt ihr dann gerne, wenn ihr wollt, mitmachen. Vielleicht werden wir auch den ein oder anderen Boss in der Community zusammenlegen. Müssen wir mal schauen. Aber die ganze Sache hier nimmt kein Ende, liebe Freunde. Denn ich habe was richtig, richtig Krasses für euch da draußen vorbereitet. Ich habe mir nämlich gedacht, ey, ich kriege so viel Tipps und Hilfe von euch, was Skyblock anbelangt. Und ich investiere sehr viel Zeit in diesen Spielmodi momentan. Ich bin ihn ja nur noch am Suchten. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, es wäre eine richtig coole Sache, weil es gibt immer wieder Leute, die zum Beispiel auf meine Insel gehen und meine Kürbisfarm zum Beispiel immer wieder dazu bringen, dass sie hier schön weiter wächst, während ich nicht da bin, sodass meine Insel quasi immer geladen ist. Und ich habe mir gedacht, was könntest du Cooles machen, um den Leuten was wiederzugeben? Und ich glaube, ich habe was gefunden, das auch schon jetzt sehr aktiv genutzt wird. Gerade ist meine Insel für alle Leute deaktiviert, weil ich in Ruhe mein Video aufnehmen wollte, ohne dass die ganze Zeit hier mir Leute vorm Bildschirm springen. Das ist, oioioi. Es ist einfach so schlimm, Leute. Wenn ich meine Insel freischalte, dann gibt es hier immer irgendwelche Leute, die mir durchgängig vors Bild hüpfen, um rumzunerven. Und zwar, ich habe eine Portal-Hub gebaut, ja? Also ihr könnt, wenn ihr einfach /visit-gamerstime eingebt, auf meine Insel reisen. Und dann seht ihr das auch hier. Hier gibt es massig Portale, mit denen könnt ihr zum Beispiel direkt zu den Fichtenholzwäldern reisen oder auch zu Birkenholzwäldern, Dschungelholz, Savannenholz oder Dark Oakwood, ja. Ihr könnt hier aber auch zu den Deep Caves reisen, genauso auch zur Goldmine, Mushroom Desert, The Barn, The End, Blazing Fortress und zur Spinneninsel, ja. Das heißt also, ihr könnt euch diese ganzen Laufwege, wenn ihr wollt, ersparen, indem ihr einfach auf meine Insel schnell reist und dann hier durch ein Portal dorthin geht. Ich schalte die Insel immer öffentlich, ja. Die ist jetzt gerade nur wegen dem Video deaktiviert. Ich denke mal, das könnt ihr so ein bisschen verstehen, ne, weil sonst hüpfen mir die Leute hier die ganze Zeit vor der Linse rum und das ist auch doof, wenn ich dann was zeigen und erklären will. Vor allen Dingen macht mich das dann auch nervös oder bekloppt. Ja, dann habe ich gestern im Livestream auch ein bisschen eskaliert. Ich habe hier angefangen, ein Haus zu bauen. Man sieht es schon so ein bisschen, ja, also hier muss noch ein bisschen was schöner gemacht werden, aber der Anfang ist auf jeden Fall gemacht und der Grundstein gelegt und ich finde, das Ganze sieht auch schon sehr ansehnlich aus. Und Leute, ihr wisst, ich bin immer zu Beginn von Projekten das Chaos in Person, ja, aber ich habe gestern ein Lager gebaut und ich habe hier alles wunderbar und schön einsortiert, ja, wie sich das gehört in einem langfristigen Projekt. Muss man auf jeden Fall für Ordnung sorgen. Und ihr seht es auch hier, Leute. Hier hat alles seinen Platz, ja. Und wenn der nicht reichen sollte, dann werden wir noch ein größeres Lager bauen. Ich bin ja für meine großen Lager bekannt, Leute, ja. Aber ihr seht es auch hier, Ordentlichkeit, ne. Kevin, Ordentlichkeit ist am Start hier. Kann man auf jeden Fall mal sagen. Ihr seht es selbst, ja. Hier hat alles seinen Platz. Alles ist schön einsortiert. Deswegen kann niemand mehr von euch irgendwas sagen wegen meiner Unordnung. Und ja, das habe ich eigentlich alles gestern so im Livestream geschafft. Hier oben ist auch mein Enchanting Table. Ey, geh weg. Und hier oben ist mein Braustand mit Kisten, wo die ganzen Mats später eigentlich rein sollen. Da muss ich hier oben jetzt noch die nächste Ebene bauen und dann kommt das Dach drauf. Und dann muss ich noch unten ein bisschen verschönern und so. Und dann wollte ich mal gucken, ob ich das alles hier so ein bisschen fliegender baue oder so. Ja, dass das alles hier am Ende ein bisschen cooler aussieht. Aber ihr seht schon selbst, ja, meine Portal-Hub plus Haus, das habe ich gestern im Livestream geschafft. Und noch ein paar andere Dinge. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal ganz kurz in die City, Leute. Denn wir müssen mein Schwert noch reforgen. Ich habe da nämlich jetzt vorhin im Discord bei mir nachgefragt. Und da hatte jemand gesagt, das Beste, was man so auf Waffe reforgen kann, ist auf jeden Fall Spicy. Ich guck mal, ob das noch aktuell ist. Zum Glück habe ich hier einen PC, mit dem ich aufnehme. Und einen, mit dem ich quasi immer spiele. Deswegen kann ich das nebenbei machen. Aber die Leute schreiben auch alle, ich soll auf Spicy reforgen. Dann holen wir mal 100.000 ab. Zack.
Wir werden jetzt ein bisschen reforgen, da haben wir noch 880.000 auf der Bank drauf, kein Problem. Also mit der Melonenfarm, das läuft richtig krass, wie ihr seht. Ich mache da echt gut Kohle mit nebenbei. Und ich bin auch mit meiner Emerald-Rüstung immer weiter am Steigen. Ihr seht es ja auch an den Werten, ne? Ich habe schon echt ordentlich Leben, Verteidigung und ja, der Schaden ist auch schon nicht schlecht. So, dann gucken wir, dass wir jetzt auf Spicy kommen. Jetzt haben wir Keen, nochmal Keen, Fast. Jetzt müssen wir ein bisschen reforgen. Es kann auch sein, dass ich jetzt die 100.000 hier reinballer ins Schwert und nicht einmal Spicy bekomme, ne? Das wäre natürlich sehr schade. Ja, aber ich versuche jetzt so schnell wie möglich da drauf zu kommen. Drückt mir einfach in dem Moment jetzt gerade hier die Daumen, Leute, wo ihr das Video seht, dass es wirklich relativ zügig geht. Das wäre natürlich ganz geil, aber ich sag mal so, selbst wenn ich 100.000 jetzt verbrate, dann macht den Kohl auch nicht fett, weil im Moment ist mit den Coins bei mir nicht mehr so der Mangel. Ich habe ja gesagt, da werde ich mich drum kümmern, ne, dass ich jetzt erstmal hier keine Geldsorgen mehr habe. Die habe ich definitiv im Moment nicht. Ich kann es mir auf jeden Fall leisten, mal so ein bisschen Gas zu geben hier. Aber bis jetzt habe ich noch nicht einmal Spicy, da ist es. Okay, Spicy ist wirklich stark. Ja, Spicy, Alter, 18% mehr Crit-Damage. Okay, nice. Dankeschön an die ganzen Leute, die mir da auch ehrlicherweise die Tipps gegeben haben, was ich am besten verzaubern soll. Vielen, vielen Dank da nochmal an der Stelle. Ja, Leute, was wird jetzt als nächstes passieren in Skyworld? Ja, oder in Skyblock? In Skyblock. Was habe ich als nächstes vor in Skyblock? Das fragen die Leute immer mal wieder. Ich werde weiter heute meine Welt im Livestream ausbauen. Also jetzt gerade in dem Moment, wo ihr das Video seht, bin ich ja schon am Streamen auf Twitch. Und ich werde jetzt gucken, dass ich heute hier wahrscheinlich einen Bereich hinbaue für meine Minions. Ich wollte schon längst eigentlich die Minions ein bisschen reduzieren, also die Emerald Minions. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Das hat einfach folgenden Grund. Die haben hier noch die Kohle drinne. Und die will ich nicht aufbrauchen, einfach so, ja. Die läuft auch nicht mehr so lange, die geht jetzt noch 10 Stunden. Das heißt also, heute Abend werden die fertig sein. Das heißt, ich bereite schon mal die Plattform vor. Und dann werde ich wahrscheinlich, ich glaube, nur noch mit 3 Emerald Minions arbeiten. Das reicht auch vollkommen. Langfristig werde ich dann mit den Emeralds auch durch sein. Ja, ich kann euch auch mal ganz kurz zeigen. Also wir haben jetzt 783.000. Wir müssen auf 900.000 kommen. Das sind also knapp noch 100.000, die dann fehlen werden. Ungefähr, wenn ich dann die Dinger abreiße später mal. Und das werden 3 Stück auf jeden Fall in einer Woche runtergerissen kriegen. Gut, ja, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Je nachdem, vielleicht auch 2 Wochen, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich kann es gerade nicht so gut einschätzen, aber das wird auf jeden Fall nicht Ewigkeiten dauern. Hier oben haben wir Fäden drinne. Und dann würde ich nämlich ganz gerne mit Bone-Minions arbeiten, ja, also Knochen-Minions. Ich habe gestern schon angefangen, ein paar Minions zu craften, um wieder neue Slots freizuspielen. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass ich demnächst, wenn ich Kürbisse abbaue, dass ich mein Pumpkin-Minion komplett aufwerte, einfach weil das gibt massig Punkte. Denn wir wollen ja neue Slots freischalten. Man kann ja mehr Plätze freischalten für die Minions. Hier, wenn ihr in die Collection geht, dann craftet Minions. Dann könnt ihr das auch hier unten auf der Redstone-Fackel sehen. Ich muss 25 Minions craften oder verbessern, ja, unterschiedliche. Dann schalte ich schon den 10. Slot für ein Minion frei. Und ich habe ja auch noch Minions, die ich noch nicht gecraftet habe, die ich auf jeden Fall craften könnte. Wie zum Beispiel das Endstone-Minion oder das Obsidian-Minion. Da fehlt mir auf jeden Fall auch nicht mehr so viel. Da kann ich auf jeden Fall gucken, dass ich das natürlich mal mache, dass ich da vorankomme. Da werde ich mich heute, wie gesagt, im Livestream auch so ein bisschen dran setzen, mal die Sachen zu machen, ne, damit wir da auf jeden Fall vorankommen. Und ja, der Fortschritt ist auf jeden Fall da. Ich habe hier auch ein bisschen Obsidian, glaube ich, in einer der Kisten. Ja, da haben wir sogar 1 Stack und 9 Stück noch. Endstone hatte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Da müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, wo ich den eingeräumt hatte. Hier. Ja, genau. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was besorgen. Ist aber kein Problem. Das geht ja alles relativ schnell. Das ist das Gute. Man kann das immer schön jetzt schnell machen, weil dadurch, dass ich hier die Portale habe, zum Beispiel, zack, ich will zum End, bin ich da. Und ihr könnt das auch, ja? Ihr müsst einfach nur auf diese Insel reisen vor mir, ne? Einfach slash visit Gamers Time und dann kommt ihr hier direkt auf diese, auf meine Insel und könnt diese Portale auch nutzen. Das ist gar kein Problem. Und ich würde euch nur um eine Sache bitten, Leute, ja? Ich spreche das Thema jetzt einmal ganz kurz an. Es ist jetzt auch nicht so negativ gemeint, aber ich würde euch bitten, wenn ich am Stream bin oder auch wenn ich jetzt so privat am Zocken bin, bitte lasst mich einfach in Ruhe spielen. Ich finde es ein bisschen creepy, wenn ich da irgendwie was am Machen bin und mir laufen Leute durchgehend minutenlang hinterher und
gucken mir die ganze Zeit zu. Ja, ich weiß, vielleicht ist das für euch interessant oder so, aber das fühlt sich echt ein bisschen creepy an, wenn da wirklich einer ist. Also ich hatte da gestern Leute, die haben so rumgenervt mit Absicht. Die sind immer so vor mich gesprungen und dann die ganze Zeit so in ins Bild rein, sind dann wieder weggelaufen, kamen dann wieder, sind wieder ins Bild reingesprungen. Ne? Vielleicht findet ihr das schön, wenn ihr euch im Livestream selbst seht, aber glaubt mir, es ist auf Dauer einfach unangenehm. Vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie was am Abbauen, Bauen seid oder so, und dann hüpfen euch Leute vor die Linse, weil ihr könnt ja auch nicht bauen oder so, weil die blockieren euch dann quasi die Sicht, ja. Und das ist halt einfach super, super anstrengend und nervig. Und ich mache da kurz einen Prozess. Ich tue die Leute sofort kicken und bannen von meiner Insel. Dann habe ich meine Ruhe, ja. Ich meine hier, ne, wenn ich hier außerhalb mich bewege und bin nicht genickt und habe dann so jemanden wie den hier, der mich jetzt hier beobachtet, wie ich die Steine abbaue. Was soll ich halt machen, ne? Da bin ich auch selber schuld. Ich hau mir den Nick nicht rein. Ich meine, da hat man, gewöhnt man sich nach einer Zeit dran. Die Leute gehen dann auch irgendwann mal wieder, ja. Aber auf der eigenen Insel ist das halt auf Dauer echt anstrengend. Und ich sag mal so, ich habe die ja freigeschaltet, um euch was Gutes zu tun, ne, damit ihr die Portale nutzen könnt. Und ich habe das eigentlich extra nur wegen euch gemacht mit den Portalen so. Klar, für mich selbst hat es natürlich auch einen gewissen Vorteil. Aber ich sag mal so, ich habe es jetzt nicht unbedingt jetzt sofort gebraucht. Nur ich habe mir gedacht, ich kriege so viel Unterstützung von euch. Dann will ich auch irgendwas machen im Spiel, womit ich euch vielleicht was wiedergeben kann. Vor allen Dingen Leuten, die neu anfangen und so, die sparen sich halt eine Menge Weg und Zeit dadurch. Und deswegen fände ich es ganz gut, wenn es dann nicht so viele Leute gäbe, die dann das ausnutzen, um rumzunerven. Weil, wie gesagt, meine Insel für alle werde ich nicht deaktivieren aus so einem Grund. Leute, die rumnerven, tue ich dann einfach kicken und sofort von der Insel sperren. Und ich tue diese Liste auch nicht mehr irgendwie leeren, Leute. Das mache ich nicht mehr. Das ist mir nämlich auch zu doof auf Dauer. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ordentlich Endstone abgefarmt. Ich glaube, davon kann ich schon das Minion craften. Oh Gott, jetzt falle ich hier runter. Aber ich überlebe's. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass ihr euch auch so ein bisschen über die ganze Sache jetzt hier freut. Ja, vielleicht hat es ja der ein oder andere, der nur YouTube-Videos guckt, noch nicht mitbekommen mit dieser Hub. Deswegen wollte ich das heute auch mal im Video ansprechen und zeigen und euch ein bisschen Fortschritt hier in meinem Haus zeigen. Also Skyblock macht übelst Bock. Ich bin da momentan richtig am Reintryharden. Deswegen, Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. www.twitch.tv/gtmtv, da bin ich gerade am Start. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, denn immer schön dran denken, Glocke an Ehrenmann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder oder jetzt im Livestream. Und nicht vergessen, Samstag 10 Uhr ist großer Open-End-Livestream mit richtig schönen Sachen für euch. Also, macht's gut, tschüss zusammen.